Manche machen mehr aus sich, als sie eigentlich leisten können. Und wenn spezielle Ingredienzen im Spiel sind, nennt man das auch schon mal Doping. Und wenn die eingesetzten Mittel eine gewisse Substanz haben, reicht es sogar, für den Prix SVC nominiert zu werden. Und die Berlinger Group in Ganterschwil schafft es, und viele ahnen es, mit Doping. Das ist ein wohlbegründeter Verdacht, warum es dem traditionellen Familienunternehmen möglich war, sich von der ersten Baumwollweberei in Toggenburg zu einem innovativen Spezialist für Temperaturüberwachung und eben Systeme für Dopingkontrollen voranzubringen. Nähere Analysen der eingesetzten Mittel, und zwar die A- und B-Proben, zeigen, dass alle Generationen der Familie Berlinger immer wieder nach neuen, leistungsfördernden Errungenschaften gesucht haben. Zum Beispiel wurde die Erfindung der Produktion am laufenden Schrägband zum damaligen Erfolg. Aus Stoffstreifen wurden Streifen zur Überwachung der Temperaturen von Medikamenten während des Transports von Impfstoffen und Arzneien in die entlegensten Winkel der Welt. Diese Verfahren zur Temperaturüberwachung werden heute noch weiterentwickelt, seit kurzem mit eigener Software, damit die Temperaturen während des Transports zum Beispiel per App überwacht werden können und keine Manipulationen vorgenommen werden können. Da war der Sprung zu den selbstentwickelten Dopingflaschen nicht weit. Auch hier war man den bisherigen Kontrolleuren weit voraus und startete mit Lösungen zur Temperaturüberwachung. Berlinger bietet nun verschiedene Kits für über 130 Anti-Doping-Agenturen an. Und jeder Sportler weiß, wer mit einem unknackbaren Berlinger Doping-Kit konfrontiert wird. Sein allenfalls illegal angereichertes AB-Brünneli fliegt mit an Sicherheitsschluss grenzender Wahrscheinlichkeit auf. Berlinger ist heute zwar weit weg vom damaligen Textilunternehmen, aber die Ahnen, Herr Oberst Berlinger, schauen Sie bequem, wachen wohlwollend im altehrwürdigen Sitzungszimmer darüber, dass die sechste Generation immer noch den Dreh für innovativen Erfolg im Geschäft raushaben. Denn frühes Ahnen ist späteres Wissen. Während wir vielleicht kaum ahnen, was für Ahnen wir haben, nutzt man bei Berlinger die Ahnungen der Ahnen, sodass auch die Jungen Ahnung von der Ahnung der Ahnen ahnen. Sie ahnen es. Unser Privileg ist sicher, dass wir schon auf fünf Generationen zurückschauen können. Wir hatten immer wieder Krisen gehabt, die Weberei ist abgebrannt und das war ein existenzielles Problem für unsere Vorfahren. Aber aus heutiger Sicht doch klar eine Überlebenschance. Und genau das grosse Bild immer wieder vor Augen zu sehen, das gibt uns Vertrauen und Sicherheit, dass wir auch mit dem heutigen, top aufgestellten Team, mit der tollen Softwarefirma, die stark wächst, einfach optimal aufgestellt sind, um auch Industrie 4.0 zu meistern und erfolgreich unsere Zukunft zu schreiben. Madame, eine Spitzenleistung, die aus dem Rahmen fällt? Das möchten wir gerne testen. Heute ist Berlinger ein Hochtechnologiebetrieb mit 2 Jahre jungem Neubau in Ganterschwil. Gut 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten im modernen Lean-Management und stetig optimierten Produktionsabläufen. Wie diese beiden hier, Tom und Jerry genannt, die immer wieder und wieder zum Fläschli greifen, aber noch durch jede Kontrolle gekommen sind. Mit Hightech-Temperaturüberwachung und Dopingkontrollsystemen erwirtschaftet Berlinger 20 Millionen Franken Umsatz jährlich. Das ist ungedopte Substanz, die zu 95% im Export erwirtschaftet wird. 60% des Umsatzes entfällt auf den Temperaturbereich. Und hier erweitert sich das Geschäftsfeld stetig. Neben Arzneien kann mit der neuen elektronischen und digitalen Lösung auch der Transport und die Lagerung von hitzeempfindlichen Chemikalien oder Nahrungsmitteln überwacht werden. Ist die Berlinger Group damit heute ein heißer Anwärter auf den Sieg beim Prix SVC Ostschweiz? Wenn nicht, werden demnächst bei den Jurymitgliedern wohl Vertreter der internationalen Dopingagentur erscheinen und sie mit den Berlinger Fläschli Bekanntschaft schließen. AB-Probe gefällig.